Hey Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft hier auf dem Paul Berger Minecraft Server, Leute. Und heute haben wir mal was richtig Besonderes vor, Leute. Und zwar werden wir heute auf Scammerjagd gehen, Leute. Heute bin ich hier mit der Scammer-Polizei unterwegs, Freunde. Und zwar, wir werden heute gemeinsam schauen, ob wir Scammer finden, die hier Leute abscammen wollen auf ihren Grundstücken. Und diese werden wir bestrafen, Leute. Lasst dafür ein Like und ein Abo da. Denn hier auf unserem Server mc.paulberger.gg wird nicht gescammt, Leute. Kommt auf jeden Fall auf den Citybuild-Server, um mitzuspielen, Leute. Ihr habt's gehört. mc.paulberger.gg, dem Server von Stani und mir. Und, Candy, was machst du hier? Was? Was machst du denn hier, Junge? Ich habe ein Trampolin gebaut. Redstone-Trampolin. bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Die Scammer-Polizei ist auf dem Weg. Ja, haben wir natürlich heute mal wieder ein paar Fälle, bei denen wir vorbeischauen müssen. Wir haben unseren ersten Kriminellen. Und zwar der Kriminelle. Jeremy. Okay, wie heißt der denn? Jeremy. Warte mal, bevor du hingehst. Es kann sein, dass du direkt in die Falle tappst. Lass mich mal schauen. Hat er wieder eine TP-Falle gebaut? Es sieht... Komm ruhig her. Es sieht soweit erstmal sicher aus. P, V und dann? Dann Jeremy. Ach, da unten ist er, ja. Ich sehe den Übeltäter schon. So, die Scammer-Polizei ist da. Aha. Was sehen wir denn hier? Okay, also erstmal sein Grundstück. Nicht jetzt wirklich schön bebaut. Hat hier ein Spendenfach sich gemacht. Warte mal, wir gucken mal, ob er das auch... Hat er das hier auch so richtig verknüpft miteinander? Nee, hat er gar nicht. Achso, er hat nur den Trichter. Ja, mehr gibt's hier auch nicht für dich. Dann hat er hier so ein paar Kisten aufgestellt. Ganz kurz, ja, ich muss sagen, du kannst jetzt auf Shopkisten Rechtsklick machen. Mach das mal hier zum Beispiel. Dann siehst du auch, was drin ist. Das heißt, wenn da steht Mending-Buch, dann kannst du vorher reinschauen. Das ist richtig gut, Leute. Und zwar, lasst euch nicht mehr scammen, wenn da irgendwas draufsteht, sondern guckt wirklich immer erst in die Kisten rein, ob der Artikel, der Gegenstand wirklich da drin ist. So, aber okay, was ist denn jetzt hier an ihm so scamhaft? Bisher sieht das nicht so aus, als wird der scammen. Bis jetzt sieht der echt nicht schlimm aus. Was hast du hier gesehen? Okay, warte, ich sehe, ich verstehe schon, was er hier vorhatte. Denn wenn man jetzt hier ganz neu bei ihm spawnt, siehst du mich? Oh, das da muss jetzt echt aufpassen. Hier vor da dir vorne, bin ja. Hier vorne, guck mal nach unten. Oh mein Gott. Okay, aber das ist ja nicht direkt am Spawn. Ja, also das sind die Leute, die locken hier in diesen Raum rein. Schau mal. Free Loot. Okay, guck mal auf dem Schild. Mein Gott. Free Loot. Der Ehrenlose. Er lockt Leute mit Free Loot. Und dann fällt man hier durch. Und dann war es das mit Free Loot. Dann ist man selber der Free Loot geworden. Oh mein Gott. Und man ist erledigt. Soll ich mal testen, ob ich das überlebe, einen Sturz darunter? Ja, du kannst es vorsichtig mal. Ich habe die Anti-TP-Boots. Ja, versuch's, aber es ist wahrscheinlich sehr... Oh, es ist richtig tief. Es ist richtig tief. Ich bin tot. Alter! Nein. Du hattest Netherite dabei. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, ist das tief. Okay, ich habe aber alles gesichert. Ey, Leute, checkt ihr das? Der Typ hat sich so viel Mühe gegeben, nur um Leute abzuscammen. Okay. Sowas wird auf jeden Fall hier nicht geduldet. Okay, warte, du gibst mir gerade meinen Loot wieder. Danke dafür. Ja. Oh, das ist doch hier schon mal... Oh, das schmeckt doch hier sehr gut. Okay, würde ich sagen, fangen wir mal erstmal an. Also es kommt noch viel krassere Scammer. Also ich sag euch ehrlich... Das ist hier noch, er ist eigentlich noch ein Anfänger-Scammer, ne? Der krasseste Scammer kommt immer zum Schluss. Der krasseste kommt zum Schluss, genau. Leute, also ihr könnt ja mal in den Kommentaren entscheiden, wie ihr mit so jemandem hier umgehen würdet. Ja, also ich muss sagen, ist jetzt... TNT-Teppich, ganz einfach. TNT-Teppich, nein. Ganz einfach. TNT-Teppich finde ich übertrieben. Ja, andererseits, ich weiß nicht, der Typ, der hat sich ja wirklich schon Mühe gegeben, Leute in seine Falle reinzuloggen, hat ja auch nicht wirklich irgendwie mal was Vernünftiges gebaut. Der muss eigentlich schon echt ein bisschen bestraft werden dafür, ne? Ja, hier ein großer TNT-Block, komm mal raus. Oh, ich habe auch noch hier ein bisschen... Oh, ich habe gar kein Feuerzeug mehr. Hast du ein Feuerzeug für mich? Ja, klar. Dankeschön. Also ich würde sagen, wir werden erstmal seine Ernte zerstören. Ha. Boah, was? Das war's mit der Ernte, jetzt wird deine Ernte zerstört. Die Essensfarm. Und? So. Bam! So, sehr das ist schon mal gut. Dann, was können wir hier... Wir verhungern. Ja. Dann weiß er mal, wie das ist. So, komm mal hier nach oben. Alter, du hast hier einen Riesentier. Ja. Der wird ja richtig heulen, der Typ. Aber der hat auch eine Ender-Chest. Also, der scheint schon ein bisschen Geld gemacht zu haben, ne? Ja, ich glaube schon. Er hat, glaube ich, schon durch seine Scammerei ein bisschen hier Leute abgezockt. Was ist das denn hier? Oh nein. Was? Du hast es einfach angezündet. Ja, ich habe es einfach angezündet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, der Typ hat nichts mehr zu lachen. Guck mal hier. Was unten gefunden habe, noch eine Kiste. Nein. Das wusste ich gar nicht. Der das hat hier Kisten noch gehabt. Scammer-Loot. Hier ist sein Scam, aber das war noch nicht so der richtig krasse Loot. Ich glaube, irgendwo muss der noch... Stimmt eigentlich. Der muss ja eigentlich irgendwo die Sachen auch gelagert haben. Wir gehen mal auf die Suche. Hier geht es nämlich noch weiter runter.
Muss man echt aufpassen, dass man hier nicht stirbt, Leute. Ich schau jetzt mal bei ihm. Ich esse hier mal noch einen Goldapfel. Ich jump jetzt mal runter, mal gucken, ob ich es jetzt überlebe. Oh Gott, ich werde es nicht überleben. Oh doch, ich hab's überlebt. Okay, nice. Alter, das, also er hat sich hier wirklich Mühe gemacht. Also das ist unterirdisch sehr, sehr verschachtelt alles. So ganz, ganz komisch macht er das. Ja, das ist irgendwie... Hast du das denn überlebt? Wow. Ich habe einen Goldapfel gegessen und habe die TP-Boots. Jetzt bist du Bedrock runter, aber ja, wir werden da, glaube ich, nichts mehr finden. Er übertreibt echt. Naja, jedenfalls... ein Schild werden wir noch aufstellen und wir werden nämlich hier die Falle wieder... warte mal, wir müssen das hier noch ein bisschen besiegeln. Na, warte, muss man natürlich hier einen Erdblock noch drunter setzen. So, hier machen wir nämlich auch nochmal TNT hin. Auch nochmal hier den Eingang, um die Leute besser zu warnen, dass man hier nicht draufläuft am besten. So, okay, sehr gut. Und jetzt stellen wir hier ein Schild auf. Ich craft mal schnell was. Was sollen wir schreiben? Die Scammer-Polizei war da. So, Jeremy. Ja, mal gucken, ob du nochmal Leute abscannst. Das ist jetzt hier deine erste und letzte Verwarnung. Nächstes Mal gibt's einen Bann für die Aktion hier. So, ne? Genau. Jetzt wird hier ordentlich gespielt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt direkt mal den zweiten Fall an. Was haben wir noch für einen Übeltäter? Okay, also der nächste. Ich weiß auf jeden Fall, da ist ein ganz, ganz großer Fisch dabei. Wir gehen mal zum nächsten. Okay. Pass auf, da ist direkt die Falle, ja? Der meint es ernst. Da muss ich dir einige Sachen zeigen. Alter. Schau mal nach unten. Mit Trichtern sogar. Mit Trichter. Er macht schon Profi. Er ist ein Professioneller. Schauen wir uns erstmal das Grundstück wie immer an. Okay, er hat hier so seinen Unterschlupf gebaut. Hat hier auch wieder Kisten, Kaktus. Was hat er denn hier verkauft für 2.000? Paper. Er verkauft ein Stück Papier für 2.000. Okay. Viel Kakteen hat er hier drin. Wahrscheinlich XP-Farm. Hier viele Bücher auch. Oh. Aber das ist eine ganz, ganz dreiste TP-Falle, sage ich dir ehrlich. Man spawnt hier und fällt direkt runter. Ja, das ist schon dreckig. Oft schreiben ja so Leute dann auch noch in den Chat, bei mir gibt es irgendwie günstig Diamanten, dass Leute dann herkommen. Ja, okay. Das geht schon nicht. Jetzt, aber also hier scheint an sich erstmal alles clean zu sein, hat halt viele Verzauberungen schon, aber liegt wahrscheinlich an... Aber er hat ja unten die Trichter, ne? Also da müssen wir reinschauen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Mit Wasser einmal runter. Ich werde das überleben mit meinen TP-Boots. Ja, ich nicht. Okay, hier in den Trichtern nichts, in der Kiste. Ah, aber oha, guck mal, wie viele Tablets hier drin sind. Na, was? Ey, Leute, warte mal. Diese Tablets, das droppt, wenn Leute sterben. Das hat jeder Spieler nämlich in der Hand. Pro Spieler, einmal, pro Spieler. Guck mal, hier 4, 5, 16, 17, Alter. Hä, das sind ja über 50, 60 das Leute, 60, die hier gestorben sind. Alter, der hat richtig viele Leute auf dem Gewissen. Ey, der Dreckige, der Dreckige. Warum hat er das ganze Zeug? Wir haben irgendwas vergessen. Hier wird irgendwo noch was sein. Muss mal das Wasser wegmachen. So, ja, das Wasser. Oben das Wasser weg, dann wird das nämlich jetzt hier erstmal weggesprengt. Das Wasser läuft schon runter eigentlich, sehr langsam. So. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, ich hab's angezündet. Schnell weg hier. Ey, du lässt mich hier unten. Ich bin nämlich wieder hochgegangen. Au! Ja, das Wasser war noch da. Das hat ja gar nichts gebracht. Okay, aber lass mal in sein Haus schauen. Irgendwo muss nämlich sein Loot ja noch sein. Hä? Hä? Warum kann ich es nicht anzünden? Hey! Hä? Wie zündest du denn TNT an? Ja, bei mir das geht so. Jetzt. Ja. So, jetzt werden wir nämlich erstmal hier die Falle kaputt machen. So. So, hier ein bisschen mehr. Bam. Oh, das war doof gewesen. Geh mal lieber da weg. Hä, da, was machst du denn, Candy? Okay, aber er hat doch seine Ernte. Seine Ernte ist hier auch wieder. Hier können wir seine Ernte zerstören. Ja, wir sind hier immer die Erntenzerstörer. Gib mir nochmal ein bisschen TNT. Ja, warte, hier, bam. Also das schon, also wenn man bedenkt, wie viele Leute der hier auf dem Gewissen hat. Wir müssen fast 60 Stück, ne? Wir müssten eigentlich für jeden ein TNT. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt haben. Sagen wir jetzt einfach mal, jetzt haben wir 10 Stück. Oh, dann braucht er noch 40 TNTs. Boah. Alter, der Arme wird hier richtig fertig gemacht. Ja, aber selber schuld. Ja, aber wer scammt, Leute? Wir sorgen hier für Recht und Ordnung. Der kriegt jetzt hier auch eine Abreibung. Boah, guck mal, hier schön bei den ganzen Kisten, damit der Loot dann weggeht. Oh nein. So, damit der ganze Loot schön despawnt. Ja, aber so ist es halt. Zack, ich hätte sonst wieder einen Huhn auf eine Druckplatte laufen lassen können. Dann wären wir das nicht gewesen. Nein. Alter, ich mach das gerne. Ich mach das gerne. Bam. Oh mein Gott. Das war's. Alles ist weg. So, alle seine Sachen, all sein Diebesgut ist weg, Leute. Das ist nämlich alles Zeug, was der erscammt hat hier. Der Dreckige. Also, wie hieß der nochmal? Timmy. Timmy VTO. Scam besser keine Leute mehr, ja? Weil sonst kommen wir noch... Nee, wir kommen nicht nochmal vorbei. Ja, weil sonst gibt's einen Bann. Ab jetzt wird hier ordentlich gespielt. Ich hoffe, du hast daraus gelernt. Ja, keine TP-Fallen mehr bauen. Und viel Spaß beim Wiederaufbau von deinem Haus, würde ich hier mal sagen, ne? Genau. So, ich glaube, hier haben wir unseren Job getan.
Aber unser Schild fehlt noch. Unser Schild fehlt natürlich noch. Und Leute, wir haben ja schon, hast du noch ein Schild? Und Leute, wir haben ja schon gesagt, der krasseste Fall kommt zum Schluss. Und da werden wir nämlich jetzt direkt mal gleich hingehen, ja? Lasst aber schon mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, dass wir hier die Scammer-Polizei sind. So, letzte Warnung, ja? So, sehr gut. Okay, dann sag mal an, Candy, wer ist unser nächstes also, Opfer? Wir schauen uns jetzt den letzten an. Ich muss jetzt selber mal boah, also die Teammitglieder hatten schon geschrieben, wie schlimm der ist. So, dieses Grundstück hier, ist das... Warte mal, der ist sogar da. Hä? Ey! Der da Paulberger, du hast C gesagt, der wird mit Z geschrieben, du Bummi. So, ups. Ja, aber... Der hat sogar den Paulberger-Rang. Und hat hier gescammt, hä? Moin. So, Scammer. Du, Kasim, du bist also ein kleiner Scammer, so, okay. Ich frage jetzt mal genau nach, was der gemacht hat, dieser Kasim. Das war nämlich gestern gewesen, um 12 Uhr. Kasim, bist du ein Scammer? So, wir fragen ihn mal. Bist du ein Scammer, Kasim? Sei ehrlich, ja? Du bist jetzt hier besser ehrlich, Junge. Aber hier, schon mal, die Polizei ist da, bam. Weil er den Rang, den Paulberger Rang hat, werde ich ein bisschen netter zu dem sein. Aber es wird dich nicht vor der Gerechtigkeit schützen. Er sagt nein. Er sagt nein. Er schreibt gerade, er hat nicht gescammt. Ich schau mal, ob er hier irgendwelche TP-Fallen hat. Dann schauen wir uns mal um hier. Ah, das sieht nicht gut aus für denjenigen, ja? Polizei. Das sieht nicht gut für Kasim aus. So. Boah, okay, warte mal, hier den Shop. Man kann hier, er hat hier einen Shop gemacht, man kann hier in den Shop reingehen. Was verkauft er denn hier? Enchanted Book, Schlag 2, Kraft 4, sagt er. Gucken wir uns mal an. Schlag 2, Stärke. Ah ja, nicht Kraft, aber Stärke, okay. Mhm. Reparatur, Kraft 3. Er verwechselt irgendwie mal Kraft und Stärke, aber okay. Also also hier in den Kisten ist immer das Reale drin, das muss ich gerade sagen. Ja. Das stimmt schon bei seinem Shop. Anti-Scammer. Hashtag Anti-Scammer war hier. Okay. Also er wirbt sogar mit dem Schild, dass er kein Scammer ist. Candy? Ja, ich schaue gerade selber Woher noch. Woher hast also du die Infos, dass er ein Scammer ist? Er wird es ein bisschen verstecken. Wir müssen seine TP-Falle finden. Seine TP-Falle finden. Er hat eine TP-Falle. Ja, er hat auch eine, die sehe ich schon. Aber ich finde die Kiste dazu nicht. Er hat eine TP-Falle, okay. Aber hier, also er scheint auch ein bisschen normal zu spielen. Hier sind seine Kistenräume. Hat hier ein bisschen Diamantschwert. Okay, komm mal zu mir. Wir werden jetzt mal ermitteln. Komm mal zu mir. Der ja, wo bist du? Lass mal oben treffen am Spawn. Ich schreibe ihm jetzt, fühl dich nicht zu sicher. Wir treffen uns beim Spawn. Sehr gut. Ich bin jetzt hier oben. So, ich bin auch oben. So. Guck mal, so, er läuft und hinterher. Zwar, pass auf, wenn man hier bei ihm spawnt, ist man hier. Das heißt, wenn man hier jetzt mal abbaut, guck mal, hier geht es nämlich schon runter. Okay. So. Und das hier ist sein Weg, weil die TP-Falle fängt hier vorne an. Also hier vorne, wenn man hier... Guck mal, oh, Vorsicht, Vorsicht. Jo, okay, er hat hier schon so eine kleine TP-Falle gemacht, ja. Falle hat er auf jeden Fall. Aber es wirkt für mich so, als wäre der Typ mal ein Scammer gewesen und hat sich aber entschlossen, irgendwie, dann komm mal mit, wir gehen hier runter, das ist sein Weg. Gerechten zu nehmen. Ja. Okay, ja, hier, ich bin runtergesprungen. Ich auch. Wir müssen seine Kiste, also er war hier in die Richtung, war sein Kram. Hier ist seine Kiste, okay. Hier vorne. Und hier ist sein Weg nach unten. Oh, und jetzt entscheidet guck mal, sich, ob 21, 30 Leute, hier nochmal 30. Der hat 60 Leute auf dem Gewissen. Guck mal, wie viele Tablets hier drin sind. Was? Lol, okay, er hat richtig viele Leute gescannt. Scammer, TP-Falle. Okay, warte mal, lass nochmal hochgehen. Lass nochmal hochgehen. Wir werden ihn zur Rede stellen. Ja, wir werden ihn nochmal zur Rede stellen. 60 Leute hat er insgesamt auf dem Gewissen. Du musst mich dann hochtippen. Ist halt jetzt das Ding. Ja. Ich glaube, er war mal ein Scammer, hat sich aber... Oh Gott, tippe mich nochmal. Ich glaube, er war mal ein Scammer, hat sich aber dazu entschlossen, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Ja, aber 60 Leute erledigt? Das ist schon viel. Jetzt lass ihn mal zur Rede stellen. Kasim. Du Scammer. Du ich kümmere mich schon mal um seine Bestrafung. 60 Leute mit TP-Falle gekillt. Ja, was sagst du dazu, Kasim? Jetzt bin ich gespannt, was er da zur Verteidigung sagt. Ich bin auch gespannt. Da sind 60 Tablets in deiner genau. Falle. Oh, schau dir mal sein Haus an. Das gefällt mir so schon mal besser. Er schreibt gerade. Ich glaube, er schreibt. Er macht gerade irgendwie nichts. Aber also sein Shop an sich, da war er jetzt real. Also ich weiß es nicht. Ne? Der muss aber eine TP-Falle. Da muss eigentlich schon ein bisschen Strafe dafür geben. Hier sein Haus oben habe ich mir nicht angeschaut. Deswegen wird hier erstmal alles rosa gefärbt. Das ist auch schon ein sehr, sehr krasser Diss, weil er muss das alles wieder umfärben. Guck mal, jetzt sein Haus von außen. So sieht's aus. Er schreibt, er sagt gar nichts dazu. Ne, natürlich nicht. Der weint gerade. Hä, nein.
Ich war nie ein Scammer. Ich war ein Scammer, aber ich habe alle Fallen beseitigt. Ah, er gibt zu, dass er ein Scammer war. Aha. Okay, Kasem. Du hast von alleine auf den Weg der Gerechtigkeit gefunden. Daher wird deine Strafe nicht groß sein. Sehr gut, also sein Haus ist jetzt pink auf jeden Fall. Du bekommst als Strafe ein pinkes Haus. Und 60 Leute, das ist ein dicker Fisch. Ordentlich. Also wir sind natürlich jetzt ein bisschen nochmal extra nett, weil er auch den Paulberger Rang hat und weil ich glaube ihm wirklich, dass er auf den guten Weg wiedergefunden hat. Von alleine auch schon, weißt du? Ja, ja, ja. Aber ich würde sagen, wir trotzdem werfen wir hier so ein TNT rein. Oh, ah, ah, ah. So. Sehr gut. Machen wir hier ein bisschen die Falle noch kaputt. Ich glaube aber viel mehr. Ich glaube, viel mehr hat er gar nicht verdient. Oder? Ja, ja, das passt so. Sein Haus pink, Falle kaputt. Sein Haus ist pink, die Falle haben wir beseitigt. Und er hat natürlich jetzt einen Akteneintrag bei der Scammer-Polizei. Ja, und er hat einen Akteneintrag bei der Scammer-Polizei. Und wenn das nochmal passiert, gibt es eine Ausreise. Genau, bleibt ordentlich. Die Scammer-Polizei hat jetzt wieder Feierabend. Wir haben auf jeden Fall wieder hier für Recht und Ordnung gesorgt heute. Kommt auf Paulberger, auf den Paulberger Minecraft-Server, wenn ihr mitspielen wollt, Leute. mc.paulberger.gg. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crybix.